Hi Leute, begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer Update-Folge im Bereich Meerwasser für Anfänger. Ihr seht, Sebastian ist hier. Morgen. Und ja, wir wollen ein kleines bisschen darüber reden, was jetzt so die letzte Zeit passiert ist, warum wir nicht weitergemacht haben. Becken ist explodiert? Nein. wahrscheinlich aber auch kein Wunder nach der ganzen Geschichte. Ja, okay. Das mit dem Wasser, das ist halt eine Sache, das ist jedem von uns passiert. Aber haben sie auch teilweise mit unter die anderen Videos geschrieben, das ist einfach eine Sache. Wer seine Bude oder sein Bad oder wo er auch immer das Osmosewasser noch produziert, nicht geflutet hat, der hat irgendwas noch tatsächlich falsch gemacht. Ja, er hat jetzt aber ja glücklicherweise dann ein Ende genommen. Genau. Wir haben halt nicht weitergemacht, weil das Becken halt nicht auf Ort und Stelle stand. Es stand im Nebenraum und da hat man auch nicht so viel Platz. Ja. Haben wir im Flur übrigens eigentlich auch nicht, aber da kann man sich wenigstens rechts und links vernünftig daneben stellen. Das stimmt. Und wir wollten das Ganze dann halt erstmal laufen lassen, gucken, dass er zu Hause alles auf die Kette kriegt, dass er alles wieder hübsch aussieht. Und das tut es jetzt auch. Ja, das tut es jetzt auch. Und ich blende euch zwischendurch dann immer mal wieder Aufnahmen ein. Wir haben es jetzt tatsächlich so, dass das Becken einigermaßen stabil läuft, aber, und da jetzt kommen wir zu dem Aber, wo wir so ein kleines bisschen, was wir außer Acht gelassen haben, wo wir Mist gebaut haben vielleicht, wo ich nicht drauf geachtet habe. Nee, wir haben einfach nicht nachgedacht. Nicht nachgedacht und... Es ist ein bisschen was in Vergessenheit geraten. Genau, und zwar das Licht. Ja. Ich predige ja grundsätzlich immer, Licht ist Leben. Und das Leben haben wir pauschal gesagt, die ganze Zeit in den Becken so verhungern lassen. Beziehungsweise nach dem Motto, komm, ein bisschen. Ne? Also im Korallenleben ist es nichts eingegangen. Aber wir haben eine individuelle Einstellung gemacht und haben die halt so weiterlaufen lassen und haben uns tatsächlich da nicht mehr drum gekümmert, weil normalerweise mache ich hier auch eine Einstellung, Gutes, und lassen mal laufen. Was uns aber jetzt mehr oder weniger aufgefallen ist, dass wir tatsächlich, wir haben Phosphatverbrauch, wir haben Stickstoffverbrauch, das sind die beiden Sachen, die wir grundsätzlich noch am Zudosieren sind. Nur leider kein KH. Bloß kein KH und keine Kalzifizierung. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, wir hatten, also die Lampe, die hat ja zwei Programme. Mhm. Die hat ein ganz normales Standardprogramm, dann eben LPS und ein SPS-Programm. Mhm. Und dann lief das, glaube ich, eine gewisse Zeit auf LPS. Dann hatten wir zwei, drei kleine Punkte Cyanos. Genau, dann haben wir die Lampe verändert, haben wir das Licht verändert. Genau. Und dabei ist es dann geblieben. Zu dem Zeitpunkt, also es haben sich relativ früh Cyanos gebildet. Das Licht haben wir geändert. Wir haben das im Prinzip gemacht, was man bei Dinoflagellaten unter anderem auch macht. Also Dinoflagellaten sind jetzt nicht Cyanos. Also das nicht verwechseln bitte. Wir haben das Licht reduziert und das hat es tatsächlich gebracht. Aber wir haben das Licht nicht wieder... In Bezug auf die Cyanos. Genau, die sind weg. Die waren weg. Ja. Die Korallen haben sogar ein sehr schönes Polypenbild ausgebildet. Also wenn ich jetzt mal... hier zum Beispiel eine Digitator von mir einblende, im Vergleich zu denen, die du hast, die stehen bei ihm richtig buschig, hoch 10. Bei mir, ja, sie ist da, sie hat Polypen, aber keine Ahnung. Also das gesamte Erscheinungsbild des Beckens sieht eigentlich sehr gut aus. Aber das ist, in dem Moment ist man auch betriebsblind. Ja? Du siehst, ja, das Becken zieht Phosphat, ja, das Becken zieht Stickstoff. Aber ja, warum jetzt kein KH? Warum keine Kalzifizierung? Warum keine Wachstumsspitzen? Und da war da halt, lag der Hase dann bei der Beleuchtung im Pfeffer. Ja, jetzt war mal an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bestelle eine neue Lampe. Hatte dann kurzzeitig tatsächlich auch eine bestellt, war dann aber am Ende des Tages nicht bereit, das Geld dafür zu bezahlen. Ja, das müssen wir einfach mal sagen. Ja, es ist natürlich, okay, es ist ein Sprung von einer normalen, ich sag mal, die Angel ist ja auch nicht gerade die günstigste Lampe, die kostet ja auch wieder 900 Euro. Ich glaube, du bekommst sie aktuell gar nicht mehr. Nee, die ist aus dem Programm, aber damals hat sie halt so um die 900 Euro gekostet. Genau. Und er ist halt auch begeistert von der Straton, weil es halt eine schöne,
flache Lampe ist. Designtechnisch, also ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass da nichts dran kommt, aber es ist Topmodell am Markt im Moment, ja. Würde ich pauschal behaupten. Also es gibt wenig Lampen, die ihr das Wasser reichen könnten. Und, aber darum geht es sich ja noch nicht mehr. Es geht sich tatsächlich einfach, wie in dem ganzen Projekt, einfach auch darum, ein bisschen auf die finanzielle Sache zu achten. Es wäre jetzt nicht das Problem, eben die Lampe zu kaufen, aber auf der anderen Seite bin ich nicht bereit dazu, mal jetzt so eben kurz vor Weihnachten mal einen Tausender dafür hinzulegen. Ja, aber ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich, ne? Ja. Hast andere. Also, ja. Also wer mir was schenken möchte, nein, Quatsch. Passt schon. Aber dann waren wir jetzt, wie gesagt, ich hatte sie bestellt und 2 Stunden später hat mich mein Gewissen so geplagt, dass ich gesagt habe, nee, komm, die stornierst du jetzt wieder. Mhm. Und habe mich dann, muss ich dann aber auch zu meines Lasten dann sagen, das erste Mal wirklich mit der Angel dann auseinandergesetzt. Habe mich dann bei Facebook in den Gruppen ein bisschen durchgesucht, habe dann tatsächlich in Deutschland jetzt nicht wirklich viel gefunden. Die ist relativ wenig verkauft worden. Also zumindest man sieht sehr wenig über den Beckenboden. Ja. Es wird auch sehr wenig darüber berichtet. Also ich kenne sie eigentlich auch nur vom Verkauf her. Aber ja, ich bin dann auf einen Aquarianer irgendwo aus Amerika gestoßen, der sich 2 von den Angels übers Becken geklatscht hat. Und habe mir dann mal die Einstellungen angeguckt. Bei mir war es wirklich einfach, weil du halt auch die Einstellungsfunktion bei der Lampe da hast. Mhm. Und da ist dann eben schnell aufgefallen bei dem Mann aus Amerika und 2-3 Leute hier aus Deutschland, die fahren die Lampe mit viel, viel mehr Prozent, als ich es bis jetzt getan habe. Wir waren auf 50, 60? Ja, wir hatten reduziert auf zwischen 50 und 60 zum Höchstzeitpunkt am Tag. Und die fahren halt alle im LPS-Bereich zwischen 70 und 80. Und im SPS-Bereich sogar zwischen 90 und 95%. Zudem hatten wir auch noch eine falsche Verlaufskurve drin, weil wir hatten eine Kurve drin, die kurz hochging. Dann war sie mal am Maximum bei 50%. Ja. Und dann ging das auch schon wieder runter. Das heißt also, wir hatten nicht eine konstante Leistungskurve über eine längere Zeit, wie es eigentlich sein sollte. Das kam auch noch dazu. Aber es hat gegen die Cyanus geholfen. Also muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber dennoch haben wir jetzt 3 Monate locker ins Land laufen lassen, ohne wirklich Wachstum festzustellen. Ja. Klar, gut, die Xenia, die explodiert da vor sich hin, die Anemone, die strahlt farbenfroh vor sich hin und wächst und gedeiht ja auch. Da hatten wir auch noch ein kleines Defizit gehabt, ne? Mit dem Futter. Mit dem Futter, beziehungsweise genau. Mit der Farbe. Das, was dann im Endeffekt, ist das Tier so ein kleines bisschen ausgeglichen, das, was im Endeffekt dann auch ein kleines, ich sag mal, Futter, beziehungsweise ja, Stickstoff unter anderem. Ja, was aber auch noch damit zukam, dass meine Frau dann irgendwann der Claudia geschrieben hatte, weil die Nemos bzw. die Anemonenfische, die hatten sich so ein bisschen auseinandergelebt und fällt auch zu meinen Lasten. Die Claudia hat uns von Anfang an gesagt, füttert die Tiere mehrmals am Tag. Ja. Sind es von ihr gewohnt, weil es halt genau. Die von klein auf da hochgezogen werden, dann kriegen die halt mehrfach am Tag. Und ja. Wenn man jetzt Tiere holt, dann muss man die, ich sag mal, so langsam, aber sicher erst, ich sag mal, von diesen großen Futtermengen oder öfteren Füttern so ein kleines bisschen wegkriegen. Weil wer kann schon von uns mehrfach am Tag füttern? Wenn ja, und nachdem meine Frau dann mit der Claudia gesprochen oder geschrieben hatte, bekommt die Anemone einmal am Tag einen aufgelösten Klumpen, beziehungsweise Frostfutter. Mhm. Ein Klumpen nur für sich alleine, kriegst du direkt in den Maul reingelegt. Ja. Und die Fische bekommen auch nochmal mittlerweile so zwischen, ich sag mal, zwischen 2 und 5 Mal am Tag, kriegen die immer mal über die Pipette ihr eigenes Futter zugelegt. Bisschen. Genau, und dann kriegt dann das ganze Becken für die, weil ich habe ja jetzt Grundel noch mit drin und die Codernis, die kriegen dann ihr Mysis, weil die das vom Händler halt auch so gewohnt sind. Das sind dann halt so Sachen, die wir dann auch rausgefunden haben. Ja, die fressen nichts anderes tatsächlich. Da muss dann halt das Mysis rein. Vorteil bei dem Mysis ist, sie bringen natürlich Nährstoffe hoch 10 rein. Ja. Das heißt, du bist ja auch jetzt mit deiner Phosphatdosierung etwas zurückgegangen, ne? Tatsächlich, ja. Weil halt durch die Mysis, beziehungsweise auch durch das Frostfutter extrem viel an Material eingetragen wird. Das heißt also, das Becken arbeitet, es zieht.
Das ist schon mal gut. Und wenn es dann jetzt auch noch anfängt, KH zu verbrauchen, der tatsächlich nur alle 2 bis 3 Tage mal sporadisch um 0,2... Wenn es denn mal soweit war. Also wir konnten die Dosierpumpe, die jetzt noch zu Hause verpackt liegt, von DD, konnten wir noch nicht mal installieren, weil einfach kein konsequenter Verbrauch da war. Aber da waren wir echt betriebsblind und ich habe es auch tatsächlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ja. Ja, man muss aber auch dazu sagen, jetzt vor 2, 3 Tagen habe ich dann einfach die Lampe Standard auf das LPS-Programm gesetzt. Und gestern war direkt, oder vorgestern war das, da lief dann das erste Mal 24 Stunden das LPS-Programm und du hast an den Korallen schon gemerkt, okay, gut, sie sahen am Ende des Tages, sahen die nicht gut aus. Die haben natürlich die waren ein bisschen verkrampft, ne? Genau. Die hatten da gar keinen Bock drauf, man muss ja auch differenzieren, die letzten Monate lief das auf maximal 50-60% und jetzt haben die von heute auf morgen einen Schub gekriegt von 20% on top. Hätte man ein kleines bisschen, ja, ne? Ja. Also normalerweise 5-10% und dann erstmal schauen, wie die sich entwickeln, wie die darauf reagieren und dann Step by Step so über 3 bis 5 Tage langsam hochziehen. Aber auch in den 24 Stunden haben die sich aber auch direkt den KH-Wert gezogen. Wenn das jetzt nicht schon wieder so einer von diesen Tagen gewesen ist. Das kann natürlich auch, das werden wir heute Nachmittag vielleicht genau, sehen. Genau, weil kann ich dann gegebenenfalls noch mit einem arbeiten, ob tatsächlich dann jetzt weiter Verbrauch da eine. Was für mich dann eben als Laien und auch immer noch als Anfänger, ne, dann tatsächlich die Bestätigung dafür ist, dass Licht wirklich essentiell ist. Ne? Ohne das können die Zooxanthellen in den Korallen halt nicht arbeiten. Ja. Und wenn die nicht vernünftig arbeiten oder nur auf Sparflamme gearbeitet haben, jetzt die ganze Zeit über, sind halt nur ganz normal klein, ich sag mal, beigehalten worden und wenn es jetzt richtig eingestellt ist und wir das richtige Licht haben im Endeffekt, dann kommt dann eben der Schub, dann fangen die Fabriken an zu arbeiten und genau, dann fängt die Kalzifizierung dann auch so nach und nach endlich an. Zum Beispiel gestern Abend, als ich von der Spätschicht gekommen bin, sahen alle, die Ophelien sahen sehr gut aus, bis auf eine, ich weiß jetzt nicht den Namen, ist ja auch egal. Die sah aus, als hätte sie gerade einen Wasserwechsel am Laufen. Aber der Rest top aus. Und eine, ich weiß nicht, welche das war, die aussieht wie so eine Sonnenblume. Die Gonio? Nee. Blend's mit ein. Ja, die ist auf jeden Fall, ja, schickte meine Frau mir gestern Abend ein Bild und fragte, ob der Eisen in Ordnung ist, weil die so riesig geworden ist. Ne, also, man merkt einfach schon schnell, was das Licht eben ausmacht. Ja. Und wir haben es ja tatsächlich wirklich ein kleines bisschen vernachlässigt in der Hinsicht, ja. Weil, wie gesagt, ich hatte hier oder habe hier meine Probleme im Moment. Und das sind ja auch nicht gerade... Ja, du hattest die Problematik, dass du zu Hause renovieren musstest und. Und von daher haben wir gesagt, hey, komm, lass laufen, guck, dass du misst, dass das alles soweit passt und alles andere schauen wir dann später. Aber dass man natürlich jetzt, ich sag mal, die Korallen, die sind ja nicht verhungert, sie stehen ja gut da. Ja. Ist ja nichts kaputt gegangen, muss man dazu sagen. Also wir haben es jetzt tatsächlich auf Sparflamme da stehen gehabt. Und sagen wir mal, die haben so viel bekommen, dass sie leben können. Richtig. Was natürlich nicht ganz Sinn und Zweck der Sache ist, aber interessant zu wissen, unter anderem. Also man könnte rein theoretisch das Becken dann so betreiben, dass es halt nicht weiter wächst und dass sie halt so groß bleiben, wie sie sind. Nein, aber dumme Idee. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es wächst. Nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Genau. Und vor allem ist dann auch mit der Dosierung im Endeffekt schlecht. Du musst regelmäßig messen bei der Sache. Nee, vergesst das. Ja, das Ding ist ja auch, dass ich die Tage dann schon darüber nachgedacht habe, jetzt erstmal sowieso nichts mehr Neues einzusetzen, weil nachher baller ich mir da alles voll und dann auf einmal fangen die alle an zu sprießen und ich habe auf einmal dann... Dann ist der Tetris-Faktor dann so langsam, ja, aber sicher dann. Ja. Deswegen jetzt erstmal keine neuen Tiere und gucken, dass wir die bestehenden Tiere dann einfach zum Sprießen bringen. Ja, und ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wir werden dann dementsprechend auch dann jetzt, wo das Becken halt wieder auf Position steht, mit der Technik weitermachen. Es geht hoffentlich an die Dosieranlage. Haben wir jetzt ein extra Schwänchen gepackt, weil es halt unten in dem Unterschrank ein bisschen eng ist. Ja, das wird dann halt nach extern gelegt, rechts daneben. Also ich glaube, die Leute, die selber einen Cube zu Hause fahren, kennen die Problematik. Ja, es ist schwierig, die Technik da unten, sagen wir mal, die automatisierte Technik da reinzubringen. Ja. Ocean Motion zieht ein. Die habe ich hier auch schon liegen. Und spätestens dann geht es auch an die Abdeckung dran.
weil wir müssen erstmal eine Position finden, wo die halt installiert wird, gucken, wie sich die Tiere dann verhalten, wenn wir damit arbeiten, und dann muss die entsprechende Abdeckung halt angepasst werden. Genau. Was wir dann auch noch brauchen, so wie ich das hier oben habe, ist dann einen kleinen Ventilator, den wir dran setzen. Den habe ich auch schon zu Hause. Den hast du schon. Also super, gut vorbereitet. Ja, es geht ja im Endeffekt darum, wenn wir das Becken abdecken, dann haben wir ja hier oben die Problematik, dass sich dann das Wasser drunter sammelt, also das Kondenswasser. Und wenn man einen kleinen Ventilator darunter setzt, dann wird halt die Luft darunter zirkuliert und man kann, ja, es setzt sich dann halt kein Kondenswasser mehr ab, beziehungsweise es wird weggepustet. Und der Lichteintrag funktioniert dann so wie hier. Ja, also ich hatte jetzt mal so hochgerechnet, also bei mir sind es kondensmäßig um die 12 Liter die Woche. Das geht. Aktuell. Ja. Ohne Abdeckung. Geht es sich im Endeffekt ja auch darum, dass die Abdeckung draufkommt wegen der Fische, dass sie nicht rausspringen. Und ich habe gestern, habe ich hier bei mir zum Beispiel, hatte ich ja im Tagebuch gesagt, dass ich hier meine Schlafmäntelchen da hinten habe, die Pyjamas. Und das waren auf einmal nur noch 4 anstatt 5. Ja, und dann habe ich den Umlauf mal ausgemacht und tatsächlich hinten im Schacht ist einer reingesprungen. Aber ich kann den Schacht nicht abdecken wegen der Belüftung. Aber der hat sich da hinten wohl gefühlt. Also da ist dann auch noch eine... Da kommt dabei ja auch alles hin, was er braucht. Ja, ja, mehr oder weniger. Da war dann auch eine von den Garnelen drin. Die habe ich da drin gelassen, weil in dem Schacht... wuchern momentan auch die Glasrosen. Ja, aber alles in allem, wenn ihr seht, ich habe ja auch mittlerweile die ganzen Bilder hier mal zwischendurch mit eingeblendet, das Becken von ihm sieht noch recht frisch aus, immer noch. Das sieht aus, als hätte man gestern erst gestartet. Richtig. Super klar, wirklich keine Algen, nichts. Ja, Kalkrot sind nicht gewachsen und. Also alles eine Sache, die halt mit dem Licht zusammenhing. Also das Becken sieht echt clean aus, im Vergleich zu dem hier. Kaum Patina auf den Steinen, aber ich denke mal, das wird dann jetzt endlich kommen. Ich hoffe. Ja, denke also ich mal. Also ich möchte zumindest jetzt noch so ein halbes Jahr mit der Lampe und so weiter, möchte ich schon noch gerne fahren, denn nach der ganzen Aktion jetzt mit dem Wasserschaden wird halt im Laufe des nächsten Jahres definitiv noch das Wohnzimmer renoviert. Und wenn es dann renoviert ist, wissen wir auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Also... Er hat schon vor Becken gestanden bei Händlern, die im Angebot waren. In der Qualenzucht Mörs war das, glaube ich. Der hatte da ein schönes Becken stehen. Er hat gesagt, könnte ich es einfach so mitnehmen, ne? Ich sag, mach! Ich habe aber die Vernunft dann erstmal siegen lassen. Es wäre auch absoluter Quatsch gewesen. Ja. Es gibt momentan viele schöne Becken auf dem Markt. Ja. Fertigbecken. Wobei natürlich eine extra Anfertigung auch eine Option wäre, wo ich dann aber wiederum sage, das ist mir das Geld dann wiederum auch nicht wert. Ja, aber im Endeffekt kommst du, je nachdem, wie es aufgebaut wird. Also ich sage jetzt mal abgesehen von dem Plastikding, was jetzt hier oben drauf steht, was viel Geld gekostet hat, kommst du wahrscheinlich im Endeffekt mit einer Eigenanfertigung fast genauso teuer, wenn nicht sogar etwas günstiger weg, als wenn du ein Systembecken kaufst. Aber ist dann die Frage, lohnt sich das? Weil dann musst du wieder mit dem entsprechenden Aquarienbauer kommunizieren, du musst dich selber um den Schrank kümmern und. Viele Leute haben halt keine Zeit oder keine Muße dafür oder vielleicht die handwerklichen Fähigkeiten fehlen. Wie gesagt, ich habe den Schrank hier habe ich ja auch anfertigen lassen, weil ich das einfach nicht konnte. Ja. Ja gut, das soll jetzt aber auch nicht Thema sein. Ne? Wir wollen jetzt keine großen Versprechungen machen. Ne? Wir werden es sehen. Die Regierung muss das ja auch erstmal absegnen. Oh ja. Also, wobei meine Frau, die ja mittlerweile auch super angetan ist. Und sie hat also auch Salz geleckt. Ja, mehr oder weniger. Lass uns einfach überraschen. Mir ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir das ans Rennen kriegen. Genau. Wobei die Position ja im Flur mit der Lampe dann ja relativ gut ist, weil die Lampe ist gut, sagen wir jetzt mal so. Die bringt ein schönes Licht rein. Das Einzige, was halt tatsächlich stört, sind die Ventilatoren, denke ich mal. Was aber dann zum Vorteil hat, dass es eben im Flur steht. Also wenn wir uns dann, also es ist halt natürlich ein Eyecatcher, wenn du in die Wohnung reinkommst. Du läufst direkt drauf zu, also Tür auf, das Erste, was du siehst, ist das Aquarium. Das und ist schon mal geil. Ist geil. Abends, wenn es dann eben ins Bett geht, ich sag mal so 22, 23 Uhr, das ist ja noch eine humane Uhrzeit, wo die Lampe dann natürlich auch runterfährt, die kühlt dann nicht mehr nach.
Und dann geht es ja auch aus. Ja. So, und dann morgens um 9 Uhr fängt das alles wieder an und ich glaube so gegen 11, 12 Uhr fängt der Ventilator an, dann mitzuarbeiten. Also ist nicht dauerhaft. Es ist jetzt nicht so, wie viele Leute eben an der Lampe eben bemängelt haben, dass wenn die nämlich im Wohnzimmer sitzen, die Nebenbeschallung von dem Ding. Eine gewisse Geräuschkulisse hat jedes Aquarium. Auch ja. Das hier, hörst du ja im Endeffekt, ist nicht das leiseste. Was wir auch nicht erzählt haben, ich weiß nicht, hat man noch gar nichts erzählt. Als wir das Becken wieder umgesetzt haben, dass wir den Ablauf fahren. Stimmt, blende ich auch nochmal ein. Wir haben den Rücklauf, also sprich das Easy Drain, haben wir ein Upgrade verpasst. Wir sind also hingegangen und haben im Ablaufsystem haben wir einen entsprechend vernünftigen Hahn eingebaut. Dass das Wasser halt jetzt komplett unten angestaut wird. Das Easy Drain oben haben wir komplett aufgedreht, dass das Wasser also sofort raus kann. Könnte man rein theoretisch noch ein Upgrade draus machen, wenn man jetzt noch ein Standrohr reinbringt, dass der Schacht nicht komplett leer läuft, aber das Becken kann im Prinzip, wird im Endeffekt, wenn du das ausschaltest, unten komplett aufgefangen. Und dadurch, dass wir halt den Hahn unten eingebaut haben, ist es jetzt halt wirklich leise. Einmal einstellen, hast du jetzt noch irgendwas dran gemacht? Ich musste zwischendurch mal, aber ich glaube, das lag mit daran, dass vielleicht ein bisschen zu, also vielleicht ein Liter mehr Osmose mit reingeflossen ist. Weiß ich nicht, ob da irgendwas war, weil dann auf einmal der Ablauf ein bisschen mehr bekommt. Dann habe ich ganz minimal ein bisschen am Rädchen gedreht und nochmal ein bisschen angepasst. Aber sonst ist es auf jeden Fall angenehmer. Das ist definitiv wichtig. Also es kann ja auch sein, über den Schacht geht der halt der Dreck auch mit runter. Dass dann halt auch an so einem, egal ob das ein Kugelhahn ist, ob es Easy Drain ist, Membranventil oder so wie wir jetzt den Schieber, da sammelt sich hier und da auch schon mal Dreck an. Also da muss man ab und zu mal hingehen, einmal weit aufdrehen, damit der ganze Kladderadatsch rausgeht. Ja, sonst hatte ich ein. Doch, stimmt. Die letzten 2-3 Wochen, was mir ja nicht Sorge bereitet, aber was mir tierisch auf den Nerv gegangen ist, meine Einsiedler. Ja, also, das riecht nochmal eine Randalbande, das ist schade. Richtige Drecksäcke. Also ich habe eine Nacht macht meine Frau mich morgens um 4 Uhr wach, sagte ich, dass irgendwas stimmt mit dem Aquarium nicht. Und da hat sich ein Einsiedler dann in den Ablauf, also in den Auslass von der Rückförderpumpe gesetzt. Ja. Und quasi damit dann den Durchfluss gestoppt und oben am Ablauf ist ja dieser der kleine Schlauch, dieser Überlauf, wo die Luft ziehen sollte. Genau, richtig. Und da spritzte dann das Wasser dann raus gegen den Deckel von dem Schaft. Ja. Hat sich angehört, als würde das auslaufen. So, da war ja dann das eine Thema. Und die anderen Nächte und tagsüber haben die das jetzt auch schon mehrfach gemacht, dass sie von hinten oder von vorne an die Strömungspumpe geklettert sind. Mhm. Und dann mit dem Häuschen rein und dann. Mit dem Häuschen dann in die Strömungspumpe und dann. Ja. Ja, und wenn du dann nachts natürlich dann da 3-4 Uhr liegst und das Ding fängt an, so ein Theater zu machen, ja, das ist schon ätzend. Aber die machen trotzdem gute Arbeit. Das ist das. Wenn man sich halt für Einsiedler entscheidet, muss man sich, das muss man halt wissen, dass man sich halt die Hooligans ins Becken holt. Ja, also. Es gab jetzt schon einige Tage, wo ich dann meine Korallen wieder neu festkleben musste. Also. Ja, und tatsächlich ein Verlust habe ich dann auch noch gehabt, und das ist mein Seestern. Das ist ein Seestern eingesetzt. Der ist dann auch oben in die Pumpe rein. Nee, der ist ja, der war dann auch noch selber schuld. Warte, der ist selber schuld. Der ist. Hast kein Schild aufgestellt. Genau. Nein, der ist immer die Scheibe hochgeklettert und hat sich dann runterfallen lassen. Jetzt ist der aber einmal eben an der Scheibe hochgeklettert. Rückwärts runterfallen lassen, hinter die Strömungspumpe und lag mit einem Arm dann eben in der Strömungspumpe. So, ein Arm war jetzt nicht abgetrennt, aber der war natürlich beschädigt, der Arm, und das hat er nicht überstanden. Das kann tatsächlich mal passieren, aber das ist auch so eine Sache, was man dann im Endeffekt mit der Ocean Motion zum Beispiel, die Randale der Einsiedler können wir damit definitiv reduzieren, weil die kommen dann nicht mehr in die Pumpe dran, wenn die Pumpe dann frei im Wasser drin hängt. Ja, okay, Seestern ist schade drum. Ja, aber da waren wir alle auch sehr traurig drum. Ich denke mal, das kann man dann demnächst vielleicht wieder mal einen neuen reinsetzen, wenn wir dann das Upgrade der Technik durchhaben. Ja. Wie gesagt, die Ocean Motion kommt rein, Dosieranlage. Genau. Wir reden nochmal über den Technikunterschrank, wie es halt jetzt aufgebaut ist, warum, weshalb, wieso. Das Licht wird irgendwann nochmal ein Thema sein. Ja, ich denke jetzt nach Weihnachten, wenn wir ja beide Urlaub haben, werden wir da zwei, drei Tage bestimmt intensiv uns mit beschäftigen. Und wir haben jetzt den 19. Ja. Ich denke, bis zum nächsten Video sollte dann aber auch wachstumsmäßig definitiv was passieren. Da können wir was dann definitiv drüber sagen. Ja, genau. Ja,
haben wir dann erstmal das Update weitergegeben. Also wie gesagt, die Serie geht weiter. Einige haben schon gesagt, und wann kommt das nächste? Was kommt das nächste? Ich sage, ja, also es geht definitiv weiter hier im Programm. Er hat noch Spaß dran, das Becken funktioniert. Hoffentlich jetzt es auch. Das ist bis. Eigentlich auch, was ich gestern noch zu meiner Frau sagte. Wenn man überlegt, Meerwasser für Anfänger, wo wir jetzt gerade stehen mit dem Video, beziehungsweise mit meinem Aquarium und dann eben das Video von Sonntag mit den, was waren sie, 35.000 Liter? Ja, ja, genau. Vom Samstag mit der ja, Ocean Motion Pro. Ja. Genau. Wahnsinn. Das ist noch nicht mal, ja, wenn man weiß, was er im Hintergrund für eine Technik eingesetzt hat, das ist Wahnsinn. Wir werden von dem großen Becken definitiv, werden wir noch mal Aufnahmen machen, wenn dann alles soweit installiert ist, die letzte Ocean Motion noch reinkommt, dann bin ich auch noch mal mit dabei und dann könnt ihr auch sehen, wie sich das so langsam entwickelt hat. Aber ich gehe davon aus, dass der Norbert damals sowieso noch einen weiteren Teil davon rausbringt, wie das Becken sich entwickelt. Der hält das also auch im Blick und ja. Aber ist interessant, so von, mehr, ja. Von 300 Liter auf 35.000, also kann man mal machen. Ja, waren knapp 38 waren, das ist echt krass. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal mit dem Update durch und es geht definitiv weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ja, frohe Danke, Weihnachten. Dass, ja, genau, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ja, guten Rutsch. Bis dahin kriegen wir noch irgendwas hin, garantiert. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Weiber, Sebastian. Ciao.